Willkommen zu unserem heutigen Video. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christian Walter und wie jede Woche wollen wir Ihnen einige interessante Trading-Themen vorstellen. Dazu nehme ich dich jetzt direkt mit hier auf den PC. Ja, heute würden wir gerne etwas zur Entwicklung des Bitcoins anhand des Bitcoin-Futures sagen. Hier speziell mal zur Chart-Analyse, zum Future selbst, weil News ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Oft kamen jetzt Fragen, wieso ist der Kurs des Bitcoins eingebrochen? Natürlich, wenn wir uns vielleicht zuerst einmal den Chart anschauen, muss man immer nochmal sich vor Augen halten, wo hat die Reise, sage ich mal, begonnen Anfang des Jahres. Da waren wir bei 30.000. Der Kurs hatte sich mehr als verdoppelt innerhalb von etwas mehr als 3 Monaten. Das heißt, es ist natürlich schon mal eine extreme Entwicklung. Man kann das hier eigentlich an sehr, sehr vielen Indikatoren sehen, dass es einfach deutlich überhitzt war. Das sehen wir erstmal auch, wie stark jetzt die tägliche Schwankung zugenommen hat, was Sie hier unten anhand des ATRs erkennen. In dem Moment, wo die neue Rallye, kann man sagen, die am Anfang dieses Jahres begonnen hat, haben wir natürlich auf einmal auch Tagesschwankungen gehabt. Wir sehen es heute recht gut mit fast 7.000 Punkten. Das sind natürlich extreme Schwankungen und da ist es natürlich auch völlig normal, dass natürlich dann auch einmal größere Korrekturen hier einsetzen. Klar, man muss hier eins berücksichtigen, deswegen habe ich auch mal die längerfristigen Durchschnitte mit eingezeichnet, hier auf 50 und 100 Tage, dass beide eigentlich fast noch parallel laufen. Das heißt, hier ist noch keine wirkliche Trendwende in Sicht. Wichtig wäre es natürlich hier, dass zum einen hier die Marke bei 45.000 hält, wo sie auch schlussendlich den langlaufenden exponentiellen Durchschnitt von 100 sehen. Sag mal, jeder Kurs, der sehr, sehr stark steigt, wie in Fällen, wie wir es hier haben, sollte um eine Fortsetzung, sage ich mal, dieses extremen Aufwärtstrends auch irgendwo langfristig zu halten, immer wieder in Richtung 50er oder 100er Durchschnitt kommen. Und das haben wir, glaube ich, jetzt so ein Stück weit erlebt, den gewissen Abverkauf. Und jetzt ist es natürlich hier in dieser Phase viel oder umso wichtiger, wie geht's jetzt hier weiter? Man liest immer sehr, sehr viel, nehmen immer, sage ich mal, das etwas skeptisch, auch mit was so Preisziele anbelangt. Wo nehmen Leute Größen her, dass jetzt der Kurs am Ende des Jahres bei 200.000 und 100.000 steht? Das kann, wir haben es ja gesehen, in den letzten 3 Monaten, auch in 3 Monaten schon der Fall sein, dass wieder eine Verdopplung zustande kommt. Aber das ist natürlich, sage ich mal, irgendwelche Einschätzungen, die jetzt nicht auf irgendeiner Basis notieren. Ich sage mal, bei einem Unternehmen kann man Bilanzen sich anschauen, sieht die Quartalszahlen, sieht Erwartungen, da sind natürlich ein paar mehr Dinge vorhanden. Deswegen haben wir gesagt, wollen wir uns mal etwas intensiver mit dem Chart, mit der Chart-Analyse, mit der Chart-Technik hier für den Bitcoin Future auf Tagesbasis beschäftigen. Sie sehen hier auch immer nochmal recht schön auf den Kerzen, was immer die neuen Allzeithöchststände des Bitcoins sind. Das heißt, wir hatten jetzt auch Anfang April nochmal 3 neue Höchststände, sogar hier an der Spitze. Das ist das Allzeithoch bei 65.520 Dollar. Also das sind alles Dollargrößen. Aber nochmal zur Erinnerung, wirklich wichtig, dass jetzt hier diese Marke bei 45 Dollar hält und dass jetzt auch nicht der langlaufende exponentielle Durchschnitt durchbrochen wird. Mit der Kerze heute, muss man ganz klar sagen, sieht es schon fast wieder nach einer Trendwende aus und dass wir da auch wieder Richtung 60 oder 65.000 in den nächsten Tagen laufen können. Stabile grüne Kerze, muss man sich nur hier anschauen, ist eigentlich immer der Beginn von weiteren Aufwärtsbewegungen. Also das auf jeden Fall schon mal ein positives Signal, so im kurzfristigen Bereich für die nächsten 2, 3 Tage. Und ansonsten ist es natürlich für die Chartformation auch immer interessant. Gibt es neue Hochkurse? Und das ist eigentlich immer der Fall gewesen. Wir hatten hier einen Hochkurs, Korrektur auf die 45.000, hier einen neuen Hochkurs. Hier ist die Korrektur nicht so groß ausgefallen. Das heißt, wir haben auch steigende Tiefkurse. Also hier ein Tief und dann gab es wieder
Ein neues Hoch. Jetzt wurde zum ersten Mal das durchbrochen. Wir haben natürlich jetzt ein Tief, was zumindest unter dem letzten Tiefkurs liegt. Aber wie gesagt, wir haben hier die ganz wichtige Unterstützung bei 45.000, die Kerze von heute. Und wenn Sie sich jetzt mal so anschauen, ob das jetzt der RSI ist, der langsam wieder steigt, was eigentlich auch ein Signal darstellen kann, dass wir hier wieder irgendwann auch in den überkauften Bereich kommen, was wir beim Bitcoin natürlich dieses Jahr sehr häufig hier der Fall oder was sehr häufig der Fall war, wenn es wirklich sehr starke große Anstiege gab. Aber auch im Momentum kann es natürlich interessant sein, wenn wir hier dann sehen, dass die Linien sich wieder kreuzen und wir auch da eigentlich eine Bestätigung eines möglichen Aufwärtstrendes haben. Das ist auf jeden Fall ganz interessant oder momentan zumindest gerade durch die heutige Kerze vornehmlich positiv zu sehen. Dass die Schwankung der ATR zugenommen hat, glaube, kann man hier unten ja gut erkennen. Das ist generell eigentlich immer noch wichtig, dass man daran auch so ein Stück weit seine Stops oder auch Targets vielleicht im Swing Trading ausrichtet, dass man das mit einpreist, dass einfach so ein Wert hier 7.000 Dollar pro Tag schwanken kann. Und ja, ansonsten ist natürlich immer das Volumen noch ganz interessant. Da muss man sagen, gab es jetzt keine größeren Ausbrüche. Ein kleines bisschen, was wir hier sehen, bei den letzten 2 Tagen, Donnerstag, Freitag, war der Abverkauf minimal über dem durchschnittlichen Tagesvolumen. Aber auch hier eigentlich nichts, was jetzt ja exorbitant zu Buche schlagen sollte. Von daher ganz klar die Info oder die charttechnische Analyse momentan nach dem Tag heute, Trend höchstwahrscheinlich auch in den nächsten 1, 2 Tagen hier Richtung 60 oder sogar 65.000 Punkte Marke. Auf jeden Fall, was ja auch wichtig ist, es bleibt Bewegung und Volatilität im Markt drin. Das sieht man ja an der an den Tagesschwankungen am ATR. Oder auf der anderen Seite, wenn es jetzt wirklich nochmal zu einer Bewegung Richtung 45.000 Punkte Marke kommt, wäre für mich hier ganz entscheidend, wie verhält sich es hier? Natürlich geht es durch diesen Kurs durch, ist Volumen da und wie schlagen dementsprechend auch die Indikatoren hier aus? Aber da gibt es jetzt momentan für diesen zweiten Szenario von der Charttechnik her eigentlich wenige Zeichen. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend, es ist eine interessante Zeit und ich glaube, das sieht man heute recht gut. Das haben heute, glaube ich, auch viele wieder genutzt, um nochmal neue Positionen zu handeln. Gerade wenn man sieht, dass ja heute auch nochmal mit einem Gap das Ganze begonnen hat, also nochmal tiefer, als wir das Ganze am Freitag gesehen haben, wo der Kurs dann auch über 50.000 geschlossen hat. Also das bleibt interessant in den nächsten Tagen zu beobachten. Wenn Sie auch sonst keines der weiteren Videos von uns verpassen wollen, würde ich mich freuen, wenn Sie uns einen kurzen Kommentar da lassen können und auch unseren Kanal abonnieren. Und ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.